Wir sind wieder vor Ort hier im wunderschönen Albergebiet Lech-Zürs und wir schauen uns die Region ein nächstes Mal an. Und mit dabei ist auch wieder Marc Schirardelli. Freut mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo Philipp, ja, wir sind in Zürs, ein weltbekanntes Skigebiet. Hier hat der Skisport seinen Anfang genommen und es freut uns, dass wir das in Ländle TV präsentieren. Ja, wir stehen jetzt hier am Parkplatz direkt vor den Toren von Zürs und der Parkplatz ist auch schon das erste Stichwort. Das erste Thema sind Autos und zwar von Auto Gerster und ich entlasse dich jetzt mal zum Fachmann. Du wirst dir jetzt mal die Autos mal ein bisschen anschauen. Ja, da bin ich gespannt. Wenn man sich im Gelände bewegt, gehört auch der richtige fahrbare Untersatz dazu. Mit Auto Gerster findet man hier einen kompetenten Partner, der sich um die Anliegen der Kunden kümmert. Gerade wenn es um besondere Ansprüche und Wünsche geht, muss alles zusammenstimmen. Am Alberg durfte sich Marc Schirardelli von den Qualitäten überzeugen. Du, also, ich habe schon gehört, ihr habt die Wunderwaffe von Opel Gerster, vom Autohaus Gerster hergebracht, an Insignia. Kannst du mir noch mal was erzählen? Ja, über das ist das Facelift vom Insignia. Ja. OPC, ja. Heißt Opel Performance Center. Ja. Und ja, das ist ein gehöriges Geschoss, hat 325 PS. 325 ja. PS? Und wie schwer ist der? Ja, 730 Kilo. Das ist schon, ja, schon wirklich eine Rakete. Ja. Kann man das einmal ausprobieren? Ja. Probieren wir uns jetzt. Okay. Rein. Das schaut aus wie wirklich ein sehr sportliches Auto. Ich denke, dass es beim Fahrer auch so ausschaut, dass es sehr sportlich ist. Es ist eine, man kann sagen, eine Sportlimousine oder ein Sportkombi. Ja. Mit dem Vorteil vom Allradantrieb, ja, und halt genügend Leistung, wenn man, ja, sie braucht. Kann man mit dem Gefährt auch driften? Ja, ja, ist klar, kann das man? Ist gut. Ja, sollen wir mal probieren? Ja? Du bist doch der Profi. Ja, mit dem Pedal, klar. Das ist natürlich üblich, aber irgendwann tut man das nochmal. Wie viele Gänge sind das? Sechs Stufen. Was ist da Spitzengeschwindigkeit vom Insignia? 235, ja. Schwerstangabe. Ah. Ist er abgeriegelt? Riegelt ab. Ja. Ich würde das gerne selber mal ausprobieren. Okay. Ist das möglich? Mal, ja, ja, super, danke. Alles klar. Jetzt hätte ich es mal selber lösen. Ja. Ich glaube nicht, wie das Gefährt abgeht. Trifft er, schau. Jetzt trifft er. Jetzt habe ich trifft. Jetzt siehst du es. Vielen Dank, das war wirklich ein super Experiment. Und ich muss wirklich mal schauen, ob ich nicht einmal meine Marke wechsle auf einen Opel Insignia. Yes. Vielen Dank. Danke dir. Bei Auto Gerster bekommt man also die verschiedensten Modelle und Marken geboten. Egal ob für den Stadtgebrauch oder das Gelände, für jeden Geschmack und für alle Ansprüche ist etwas dabei. Und das Fahren macht sichtlich Spaß. Die Region am Arlberg mit den Orten Lech und Zürs ist wirklich beeindruckend. Eingebettet in die traumhafte Landschaft hat die Gegend einen ganz eigenen Charme. Wichtiger Punkt beim Thema Tourismus ist natürlich das bestens ausgebaute Skigebiet, das sich mit der Verbindung nach Wart und Schröcken sogar noch vergrößert hat. Aber auch die Ortschaften selbst bieten alles, was man braucht. Das erste Kennenlernen mit der Region findet hier dann meistens in Zürs statt. Du hast es vorher schon erwähnt, Zürs ist ja wirklich so ein bisschen die Wiege, da hat alles ein bisschen begonnen, also wirklich schon auch ein besonderer Ort in der Region, oder? Das stimmt schon, also Zürs ist wirklich ein unglaubliches Skigebiet, ist nicht riesengroß, aber hat unheimlich tolle Varianten, auch zum Tiefschneefahren und der Ausblick ist auch unglaublich, vor allem das Tal, der Pass, der Flexenpass liegt Ost-West und dadurch ist sehr lang Sonne und die Sichtverhältnisse sind deshalb eigentlich den ganzen Tag hervorragend. Eines, glaube ich, ist ja grundsätzlich auch besonders, vor allem wenn der Weg vom Bregenzer Wald, also von Wadrüber zu ist, ist eigentlich Zürs so das Erste, was man sieht, wenn man über den Pass heraufkommt, also somit auch die erste Visitenkarte von der Region, oder? Es hat natürlich schon einen absolut alpinen Flair, man kann das durchaus vergleichen mit Ortschaften wie Méribel oder Courchevel oder auch Valois in Frankreich. Und das sind einfach wirklich absolut Profis im Wintersport. Und da kommt auch die ganze Welt her, um Urlaub zu machen. In Zürs, genauer gesagt im Arlberghaus in Zürs, kommen wir auch gleich zu einem weiteren wichtigen Thema, das für die Region von großer Bedeutung ist: gutes und qualifiziertes Personal.
Eines ist klar, jeder Betrieb möchte die besten Mitarbeiter. Die Nachfrage ist also groß, das Angebot aber nicht immer. Genau hier kommt dann das AMS, das Arbeitsmarktservice, ins Spiel. Als Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer versuchen die Berater immer, für beide Seiten das Beste rauszuholen. Herr Müller, wir sind hier in Zürs im Adelberghaus und Sie kommen vom AMS, vom Arbeitsmarktservice vor Adelberg. Und erzählen Sie uns einmal, wie wichtig ist der AMS für diese Saison-Destinationen am Adelberg, im Montafon und im übrigen Vorarlberg? Ganz wichtig ist natürlich, dass wir vom AMS die offenen Stellen, was wir immer gemeldet bekommen, abdecken können. Einen Teil können wir mit einheimischen Mitarbeitern aus Vorarlberg, aus den anderen Bundesländern abdecken, aber mindestens 50% der Mitarbeiter müssen wir rekrutieren aus den anderen EU-Staaten, aus Deutschland, Beispiel Ungarn, Tschechien, Kroatien, Schweden, Bulgarien. Gibt es im AMS eine Art Weiterbildung oder Ausbildung für die neu rekrutierten Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland? Wie werden die vorbereitet auf diese Saisonarbeit? Ein Teil von den Mitarbeitern, die von der EU kommen, machen im eigenen Land schon Fortbildungskurse. Hauptsächlich versuchen die natürlich in diesen Ländern, wo Deutsch nicht vorhanden ist, einen Deutschkurs zu absolvieren. Und was wir dann anbieten können dann, wenn sie bei uns arbeiten, dass sie in der Zwischensaison bei uns auch Weiterbildungskurse für den Tourismus abhalten bzw. besuchen können. Was für Kooperationen hat der AMS im Ausland, um diese Lücke hier bei uns in den Tourismusregionen abzudecken? Die Kooperation läuft dahingehend auch in Zukunft, dass wir verstärkt natürlich, wenn wir die Jobbörsen in Vorarlberg oder in Österreich abgeschlossen haben, ins Ausland gehen und dort vermehrt natürlich Regionen aussuchen, wo im Sommer weniger los ist, sprechen wir an, wo im Sommer also viel los ist in diesen Regionen, aber im Winter wenig los ist. Da spreche ich ein Land an, Kroatien oder Bulgarien, wo der Wintertourismus wenig ist. In diesen Ländern sind wir jetzt dran, dass wir noch mehr Jobbörse vor Ort machen und auch die Überlegung, dass auch Dienstgeber von Vorarlberg mitgehen, dass sie, wenn sie da mitgehen können, dass sie auch vor Ort mit diesen Arbeitssuchenden gleich sprechen können. Im Arlberghaus in Zürs findet man an den verschiedensten Stellen Mitarbeiter, die aus dem Ausland an den Arlberg gekommen sind. Mit dem EURES-Projekt wird genau dies möglich gemacht. Die Anzahl an freien Stellen kann mit Einheimischen gar nicht mehr gedeckt werden, zumal die Einheimischen selbst ins Ausland gehen. Deshalb sind auch die Betriebe wie das Arlberghaus froh, dass sie mit dem EURES-Projekt an qualifiziertes Personal kommen. Egal ob in der Küche, im Service oder an der Bar, aus ganz Europa finden sich Mitarbeiter. Somit schließt sich der Kreis perfekt. Die Betriebe sind froh darum, gutes Personal auch auf längere Dauer zu bekommen. Und die Mitarbeiter freuen sich jedes Jahr wieder, an den Arlberg zu kommen. Von Zürs geht es für uns nun direkt ins Zentrum nach Lech. Neben der Region selbst und natürlich dem Winterparadies spielt das Thema Genuss ebenfalls eine große Rolle. Ja, Marc, jetzt sind wir von Zürs wieder hier in Lech herunten. Großes Thema natürlich neben der ganzen Skiregion und allem drum und dran. Man sieht es auch im Hintergrund, ist natürlich auch im Ort selber die gute Gastronomie, die Kulinarik, der Genuss spielt, glaube ich, da auch wirklich eine große Rolle, wenn man hier auf Urlaub ist. Oder? Auf alle Fälle. Es kommen ja viele Urlauber her, die fahren gar nicht Ski. Die gehen ein bisschen flanieren, ein bisschen Kaffee trinken, einkaufen. Also es ist wirklich ein toller Dorfcharakter hier. Und natürlich die besten Restaurants, die man sich vorstellen kann. Und die müssen natürlich auch beliefert werden von den besten Zulieferern, wie zum Beispiel auch Peter Morandell, ein Freund von mir, einer der bekanntesten Weinlieferanten mit der höchsten Qualität hier in Österreich. Das ist gesagt, es gibt auch wirklich viele, die neben dem Skifahren oder entweder gar nicht Skifahren oder einfach natürlich neben dem Skifahren auch wirklich die Kulisse genießen. Ich denke auch, dass macht die Region im Arlberg schon ein bisschen aus, oder? Auf alle Fälle. Es ist früher in den 70er Jahren war einfach die Vorstellung in Frankreich, dass man Hoteldörfer bauen muss oder Appartementdörfer ohne Flair, nur zum Skifahren, und das war die falsche Richtung. Lech und Zürs hat es richtig gemacht. Nicht nur Skifahren, sondern auch das Drumherum muss passen, und hier haben sie das wirklich bis zur Perfektion kultiviert.
Genuss ist auch das richtige Stichwort für Morandell. Bereits seit dem Jahr 1962 beschäftigt sich die Familie Morandell mit dem Thema Wein. Heute ist der Familienbetrieb der Partner für Gastronomie und den Fachhandel. Das Wichtigste in der Zusammenarbeit mit den Kunden ist das Vertrauen. Morandell baut auf eine kompetente Beratung und höchste Qualität bei den Produkten. Somit entsteht eine enge und eben vertrauensvolle Verbindung mit den Kunden. Ich kann mir kein gutes Essen ohne ein gutes Glas Wein vorstellen. Und es gibt kaum ein Medium, kaum ein Genussmittel, über das so viel geschrieben wird, so viel gesungen wird, so viel erzählt wird, wie über das Thema Wein. Im traditionsreichen Burghotel in Lech zeigte sich, wie gut ein edler Tropfen zu einem angenehmen Aufenthalt passt. Wein verbindet, alleine schon deswegen, weil es über Wein unendlich viel zu philosophieren gibt. Ein wunderbarer Rotwein aus einem herrlichen Weinglas. Und hier noch ein Wort zum Glas. Das ist von großer Wichtigkeit. Man muss versuchen, das richtige Glas für den richtigen Wein zu servieren, damit die Symbiose perfekt ist. Wein mit allem, was dazugehört, könnte man fast als Religion bezeichnen. Bei Morandell merkt man hier sofort, dass es nicht nur ums Geschäft geht, sondern das Geschäft eine absolute Leidenschaft darstellt. Somit ist auch das Motto von Morandell absolut gewährleistet: Vertrauen, Qualität und kompetenter Service. Marc und ich durften also wieder neue und schöne Seiten der Region am Arlberg kennenlernen. Mit dem abendlichen Blick ins verschneite Tal kann man den Tag dann perfekt ausklingen lassen.